wäre am besten. Dafür müsste ich halt jetzt nochmal da runter. Ich sehe es halt sonst nicht wirklich. Dass ihr mal, ihr wollt immer alle Tomaten zerstören. So. Tut mir leid, Tomate, aber du wirst leider das Zeitliche segnen. Es ist ja schon sehr gemein. So, geht's zurück zu Yoda. Sharks, bisschen einfrieren. Danke. Was? Das ist unmöglich. Ich habe dich gebrutzelt. Das ist Betrug. Ernsthaft? Das ist echt Betrug. Zählt die nicht als tot dann, wenn ich durch die Zeit reise? Sie titscht wieder hier lang. Sie war doch tot. Bin ich denn jetzt ganz, Das kann doch gar nicht sein. Das hat doch eben auch funktioniert. Ohne Scheiß. Da kommt keiner mehr. Okay. Nee, mit ihr laufen, das geht ja nicht. Es ist ja kein Sadist da, sondern der Baum. Der brutzelt mich doch direkt weg. Ich probiere es aus. Ich meine, mehr als probieren kann ich es nicht. Was ist denn los? Warum bin ich denn die ganze Zeit hängen geblieben? Okay, wir putzen sie jetzt mal. Du bist zu weit. Komm schon. Wie bin ich denn da eben... Wie bin ich da eben durchgekommen? Das war die andere Zeit, ne? War ich da kleiner? Ne, wenn die Tomaten oben lang läuft, das hatten wir schon mal. Das funktioniert leider nicht. Ich habe gerade das Gefühl, dass das die andere Zeit war. Also noch eine Zeit kleiner. Dass ich grafisch halt unter dieses Ding passe. So. Probieren wir es nochmal aus. Ah, nee. Das habe ich eben, habe ich das irgendwie geschafft? War das wirklich, als die oben war? Ich probiere es jetzt nochmal. So. Also ich bin eben... Dachte ich unten lang gegangen. Lass mal ausprobieren. Wenn es passt, dass der oben ist. Vielleicht ist es so. Ich gehe jetzt hier oben lang. Das ist viel einfacher. Das habe ich. Vielleicht habe ich das eben gemacht. So viel zu oben ist viel einfacher.
Ist es nämlich nicht. Ich gehe doch wieder unten lang. Ich gehe unten lang. Aber so, dass ich es sehe. Ja, frieren hatten wir schon. Wenn ich mir jetzt noch mein altes Let's Play angucken könnte hier, beziehungsweise... Wisst ihr das eben noch? Bin ich oben oder unten lang? Oben eingefroren? Habe ich den oben eingefroren vielleicht? Könnte das sein? Vielleicht habe ich ihn oben eingefroren. Ja. Ich probiere das jetzt. Wenn ich ihn oben einfriere, passt es nämlich, sofern er... Jetzt. Oh, das hat ja ewig gedauert. So. Dabei würde ich doch nur meine Belohnung abholen. Hier ist es einfacher. So. Hier auch nochmal. Oh, schade. Und wir müssen nachher den ganzen Weg ja wieder zurück, beziehungsweise den von oben lang. Oh, wir sind beim Yoda-Baum. Oh! Ich war so schnell. Belohnen muss ich euch dann. Oh, ich hab die Karte Yoda-Baum. Oh, wie ist Metanuf auf diese Lösung gekommen? Halt die Fresse, Cassie, da. Der gesamte Wald dankt euch für eure Hilfe. Für eure Hilfe, der gesamte Wald euch dankt. Wow, der redet absichtlich so, oder was? So, und jetzt müssen wir wieder raus. Ich will unbedingt aus diesem Wald raus. Sehr schön. Lasst mich den Wald entfliehen. Oh, bitte. Bitte, ohne Komplikationen. Und ist es hier? Ist es hier? Muss ich hier die Zeit wechseln? Ja, der Odin, der weiß, wann man den Hype rauslässt, ne, Odin? Sehr gut. So, und bevor wir den Wald verlassen können, müssen wir nochmal die Zeit wechseln. So. Was hat er gemacht? Mist, jetzt habe ich es nicht gesehen. Der Mana-Baum hat mir eine Yoda-Baum-Karte gegeben, mehr nicht. Mehr nicht, das war nur eine Karte fürs Kartenspiel. Also, tut mir leid, Freundchen, ich kann diesen Wald nicht verlassen. Ja, Cassie, Daniel, auf Wiedersehen, war schön mit dir, bye bye. Wir hatten eine schöne gemeinsame Zeit, auch wenn der Wald, ich froh bin, dass ich den jetzt hinter mir habe. Habe ich bestimmt gesehen, Feini. So, sagt ihr jetzt noch irgendwas? Danke, dass ihr den Hüter des heiligen Heinz geholfen habt. Eure Abenteuer machen mir Lust darauf, die Welt zu sehen. Noch zögerisch jedoch. Sagen die eigentlich was anderes hier, Mario? Ne, Mario, Ryu, Link, Bomberman und... Ich hab's vergessen schon wieder. Ihr habt das Fragment des Magisches gefunden, Meta. Eure Entscheidung naht. Entscheidung? Tschüss! Ja, Casey, dann, genau. Genau so. Sora! Ja, danke, Casey, dann. Danke, danke, danke. Sehr schön, jetzt haben wir nur noch... die Wikinger...
Ich bin da hingekommen, als ich hier war. Da habe ich es mit dem Segelboot geschafft. Lass uns das nochmal probieren. Und das war die Zukunft. In der Zukunft habe ich es geschafft, da hinzukommen. Probieren wir das nochmal aus. Ob es das dann die Stelle ist, wo ich hin muss, das weiß ich nicht. Ah, herzlichen Glückwunsch. Feini ist wieder da. Feini, Hype, Hype, Wup. Ihr habt das Fragment des Feuers. Wer weiß, was aus diesen Piraten wird. Vielleicht finden sie einen neuen Ort zum Leben. Ich hätte gern einen Ort, den ich zu Hause nennen kann. Dann tritt doch unserer Gruppe bei, Feini. Falls ihr weitere Informationen zu den Fragmenten des Magischlisses braucht, kommt zurück zu mir. Wir sollten nochmal reisen, damit die nochmal mit uns reden kann. Beeindruckend. Ihr habt das Fragment der Natur. Manchmal würde ich mich selbst gern von der Zeit lösen, so wie die Nymphen. Ich weiß aber, dass das ein ewiger Kerker wäre. Was ich aber brauche, ist die ultimative Freiheit. Falls ihr weitere Informationen zu den Fragmenten des Magischlisses braucht, kommt zurück zu mir. So, wir müssen aber trotzdem in die Zukunft. Ich wollte nur noch mal gucken, was Feini noch sagt. Das geht ja jetzt schneller. So, und noch einmal. Weil es so schön ist, Zeitreisen zu machen. So, hoffentlich finde ich die Stelle jetzt auch wieder. Und weil ich geil bin und Ahnung habe. Ach, wir können ja auch fliegen jetzt. Vielleicht geht es ja noch einfacher. Was ist denn das? Aha. The Final Battle. Ich weiß es nicht. Ich bin ja irgendwo lang gefahren und kam hier hin. Eishöhle. Wir gucken mal da rein. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr kalt aus. Und hier ist auch ein... Eis. Natürlich stimmt seine Gerät. 100% Nachhalt und wenn heute guten Fall. Mana! Wir haben wieder Mana? Oh, Mana. Gucken, wie die Zeit uns hinbringt. Können wir jetzt hier mehr machen? Ein Wikinger! Das ist ein Wikinger! Wie seid ihr hier oben gelandet? Ich bin Olaf, der letzte Wikinger. Meine Leute gingen unter, als das Meer unser Dorf verschlang. Was haben wir nur getan, um die große Schildkröte so zu verärgern? Oh, das heißt, ich muss in die Vergangenheit. Lost Viking. Bereit für ein Kartenspiel? Ja, ich will mal meine Baumkarte sehen. Ah, la la la, ich kann den Meter nicht setzen. Egal. Es reicht. Oh, nee, der braucht 3 Mana. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Machen wir den einen hier. Gib Casey Dani das Mana, da kann sie auch mit. Bloß nicht. Stell dir das mal vor. Ah, Robots. Nice. Wen nehmen wir denn? Ja, wir nehmen den. Der macht 10 Angriff. Hallo? Was für eine Frage ist das denn? Der kommt weg. Den hier setzen wir mal hier oben hin als Schuss. Und der kommt hinten dran. Zack. Und da ist er schon fast down. Und ich krieg noch einen Mana hinzu. Schade. Ich dachte, ich könnte jetzt nochmal angreifen. Da oben ist Feini. Feini ist aber zu schwachi. Deswegen kommt sie weg. Ihn kriegen wir auch nicht gesetzt, aber ihn. Und ihn können wir vor ihm setzen, um ihn noch ein bisschen zu beschützen. Sehr schön.